Im Namen des Mondes informieren wir euch. Wenn solch eine Hysterie aufkommt, kann es nur einen Grund geben. SMG ist wieder auf den Spuren von Sailor Moon. Wir sind heute live auf der Konnichi 2014. Auf der Konnichi in Kassel bot das Sailor Moon German Team den Fans wieder ein buntes Sailor Moon Programm. Vom 12. bis zum 14. September 2014 begeisterte das Team die über 25.000 Besucher unter anderem mit einem Sailor Moon Merchandise Museum, einem großen Sailor Moon German Stand sowie dem Sailor Moon Big Picture. Jedoch warteten alle nur auf eines: die Ankunft der Stargäste. Konpaten waren diesmal die zwei Synchronsprecherinnen Sabine Bohlmann und Ulrike Jenny. Sabine Bohlmann wurde am 5. März 1969 in München geboren. Sie ist Synchronsprecherin, Schauspielerin und Autorin. Sie gehört zu den aktivsten Synchronsprecherinnen in Deutschland und wurde bereits mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Ihre Stimme kennt man durch ihre bekannten Rollen als Lisa Simpson, Kenny aus South Park, Pikachu aus Pokémon, die maulende Myrte aus Harry Potter und natürlich als Sailor Moon. Ulrike Jenny wuchs ebenfalls in München auf und ging mit Sabine Bohlmann zusammen zur Schule. Diese brachte Ulrike auch zum Synchron. Auch sie lieh ihre Stimme einigen Anime-Helden. Unter anderem kennt man sie als Glumanda aus Pokémon, Kagome aus Inuyasha, Ryoko aus Mein Nachbar Totoro und vor allem kennen alle Sailor Moon-Fans sie als Sailor Neptun. Allerdings mussten die Fans geduldig sein. Der Zug der beiden hatte Verspätung und somit konnten sie nicht pünktlich zum Q&A-Panel erscheinen. Mit dem Anime-Publisher und SMG-Partner Kase wurde kurzfristig für die wartenden Fans ein Sailor Moon-Quiz organisiert, bei dem die teilnehmenden Personen Preise gewinnen konnten. Und dann war es soweit. Die Ehrengäste trafen zum großen Panel ein. Über eine Stunde lang stellten sich die zwei den Fragen der Fans und plauderten das ein oder andere Geheimnis aus den alten Synchronzeiten aus. Ausschließlich zu zweit waren und das war total okay. Ich weiß, dass sie sich da sehr anders geäußert hat drüber. Es hat mich auch verwundert, aber da geht eben jeder anders ran. Nach alter Sailor Moon German Art durften die Synchronsprecher in Form einer Live-Action-Aktion ihr Können unter Beweis stellen und ihren alten Rollen neues Leben einhauchen. Für so viel Engagement und harte Arbeit gab es von den Sailor Moon Fans im Außenbereich ein kleines Ständchen. Natürlich ließen es sich die Damen nicht nehmen, auch dort vorbeizuschauen. Im Takt bitte! Sailor Moon, Sailor Moon, Sailor Moon. Am Abend füllte sich der Hallengang wieder. Exklusiv für alle Con-Besucher nahmen sich Sabine und Ulrike Zeit, eine Autogrammstunde zu geben. Der Andrang war so enorm, dass es sogar dem SMG-Team die Sprache verschlagen hatte. Es war die bisher längste Schlange bei einer Autogrammstunde. Eine Stunde reichte natürlich nicht aus, um alle Fans glücklich zu machen, und so wurden es locker über 2 Stunden.
Die zwei Gäste nahmen es jedoch gelassen und lächelten bis zum letzten Besucher freundlich für Fotos und schrieben am Ende über 600 Autogramme. Es war eine sehr erfolgreiche Convention für Sailor Moon German. Die Konichi 2014 legte die Messlatte für die danach folgenden Cons noch ein Stück weiter nach oben. Auch in Zukunft hofft das Sailor Moon German Team, den Fans weitere unvergessliche Sailor Moon Momente bereiten zu können und freut sich auf die nächsten großartigen Conventions mit Feel Moon Brisen Power. Du möchtest immer die aktuellsten Sailor Moon News haben oder exklusive Hintergrundinfos bekommen? Dann schau doch auf dem offiziellen Sailor Moon German Blog vorbei oder folge SMG in den Social Media Netzwerken. Wir freuen uns auf dich!